Läuft schon? Ja. Herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video oder mal wieder seit langem ein neues Video auf meinem Kanal. Ich weiß, ihr habt es schon vermisst, hoffe ich mal. Der liebe Steve Bentin hat mich ein bisschen animiert, muss ich sagen. Er hat mich persönlich angeschrieben, wann mal wieder ein Video kommt. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Video? Hast du es im Kopf? Februar? Wir hatten noch eins mit Roma gemacht, was aber abgebrochen wurde, weil die Internetverbindung oder sowas. Das war live, genau. Das war live, genau. Eine Live-Session, aber ansonsten, glaube ich, Ende letzten Jahres. Ja, also. Ja genau, also die Live-Sessions hatten wir aber ab und zu trotzdem noch Januar und Februar, ne? Das ging ja da weiter. Und dann im Dezember noch ein bisschen, ja. Also falls ihr euch wundert, genau, weil da viele immer noch drunter kommentieren, das Video ist abgebrochen, weil tatsächlich das Internet nicht mitgespielt hat, ne? Vom Host und dann war das ganze Video down und trotzdem hat er das dann aber hochgeladen gehabt. Wir haben es jetzt aber auch nicht mehr runtergenommen und hatten den Teil dann einfach drin gelassen. Kommentare sammeln. Ja. ja, heute geht es um folgendes Thema. Ich wollte einfach nur ein kurzes Update geben, wie der aktuelle Stand ist. Wie gesagt, ihr habt ja jetzt, glaube ich, so zwei Monate circa nichts von mir gehört. Ich glaube, das Video war so Mitte Februar mit dem Roman und so. Ne? Und wir versuchen auch da nochmal dran zu bleiben. Erstmal, um das nochmal kurz abzuschließen, mit dem Live, wie soll man das, mit den Livestreams, beziehungsweise mit den, ja, mit dem Gruppentalk, ne? Versuchen wir da auch mal weiter dran zu bleiben. Wir müssen dann nur noch den Roman dran kriegen, dass wir da uns von dem Tag und von der Uhrzeit ja einig werden. Ja, wie sieht's aus? Mittlerweile ist Mitte April, um genau zu sein, der 20. heute. Wahrscheinlich wird es auch Zeit noch online kommen, das Video. Ich bin jetzt im dritten Monat Aufbau, also meine Aufbauphase. Ne? Ihr habt ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich lag ja lange Zeit flach nach dem Wettkampf, hatte alles mögliche hintereinander mit Bronchitis, Corona gehabt, keine Ahnung, was noch alles dazu kam. War dann auch circa 4 bis 6 Wochen komplett aus dem Training raus. In der Zeit war ich auch noch komplett offen in meiner Regenerationsphase. Ja, kam so alles ein bisschen zusammen. War natürlich ärgerlich, weil gedacht war natürlich mit einer bombastischen Ausgangsform in die Offseason zu starten. Und das war dann, glaube ich, meine schlechteste Ausgangsform für meine Offseason, die ich jemals hatte. Aber gut, muss man halt hinnehmen und weitermachen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Genau, dann Februar direkt wieder Vollgas gegeben, als ich fit war. Ja, und seitdem lief es dann auch wirklich super, muss man sagen. Von gut 110 Kilo auf 130 Kilo hoch, circa in 8 Wochen. Ich habe auch gerade schon zu Rotti gesagt, da saß wirklich jede Mahlzeit, jedes Training, nichts musste umgestellt werden. Ich habe einfach nur Bodybuilding gelebt. In der Zeit habt ihr auch relativ wenig von mir auf Instagram gehört, weil ich wollte einfach nur mal, ja, den Kopf ausschalten können, wieder mein Bodybuilding-Ding machen, ne? Weil, ja, hört sich doch blöd an, aber ich bin dann einfach kein YouTuber. Ich mache der YouTuber nicht hauptberuflich. Ne? Dementsprechend mache ich die Videos mehr oder weniger für euch. Klar verdiene ich dadurch ein bisschen. Und das ist mehr so, um euch wieder was mitzugeben oder auch um euch auf den Laufenden zu halten und vielleicht auch durch gewisse Videos natürlich einen Mehrwert zu bieten. Ne? Ja, jetzt ist, wie gesagt, jetzt sind wir im dritten Monat. Die Wettkämpfe standen zwischendurch an von meinen Athleten, da muss ich natürlich auch, oder bin ich natürlich eigentlich fast immer mit dabei. Das sind so die Tage, die dann bei mir nicht so gut klappen, meistens kein Training, weniger Essen und so weiter, aber gut, das sind jetzt vereinzelte Tage, wir reden hier von 3-4 Tagen. Ne? Dementsprechend bin ich jetzt noch in den folgenden Wochen, vielleicht sieht man euch da ja auch, einmal nächste Woche Sonntag auf der Hessenmeisterschaft in Butzbach vom DBV, dann darauf die Woche auf der Dennis Wolf Classic. Und dann darauf die Woche wahrscheinlich auf der NRW-Meisterschaft vom DBV und dann darauf die Woche auf der deutschen Meisterschaft. Also stehen noch einige Wettkämpfe an jetzt für meine Athleten. Dann geht es aber auch noch international weiter für die. Und ja, wie gesagt, vielleicht sieht man den einen oder anderen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bei mir sieht es aktuell so aus. Die Aufbauphase geht auf jeden Fall noch weiter bis, denke ich mal, Juli circa. Ja, und dann werde ich so langsam in die Diät rein starten, ne? Vielleicht so ab Mitte Juli in die Diät rein, weil Ziel ist wieder das gleiche Ziel wie letztes Jahr eigentlich, also von der Zeit her, dass ich so Richtung Herbst fertig werde und dann alle möglichen Shows mitnehme, aber diesmal halt mit dem Unterschied nicht nur in Europa, sondern möglichst auch dann in die USA reinkommen und mich da mal präsentiere und zeige, mit natürlich hoffentlich ein nochmal deutlich verbessertes Paket. Muss mal gucken, wie das Ganze dann aussieht, ne? Wie das jetzt klappt in der Zeit. Dadurch, dass ich in Anführungszeichen ein bisschen zurückgeworfen wurde durch die ganze Krankheitsgeschichte, ja, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt natürlich verläuft und vor allem, was dann drunter steckt. Ne? Ich habe, wie gesagt, aktuell so, ja, weiterhin meine 130 Kilo. Das Gewicht bleibt auch relativ gleich seit den letzten 2, 3, 4 Wochen.
Selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, jeden Abend bei Mac's esse, tatsächlich bleibt das, also zusätzlich noch bei Mac's esse, 1-2000 Kalorien, das Gewicht bleibt mehr oder weniger tatsächlich gleich, schwankt vielleicht noch mal 1-2 Kilo Wasser. Aber was ich merke, so die Qualität wird immer Stück für Stück besser, die Optik wird besser, der Körperfettanteil geht so ein bisschen runter, ja, die ganze Struktur halt, ne? Dass sich das alles so ein bisschen mehr verbessert. Obwohl das Gewicht, wie gesagt, jetzt nicht mehr nach oben geht. Es ist halt irgendwann so, dein Körper sagt ja halt, wann er irgendwann nicht mehr zunehmen will. Ne? Und da mich auch immer viele fragen, muss man zunehmen? Klar, ist ein Zeichen dafür, mehr oder weniger, wenn die Form gleich bleibt, dass du aufbaust. Aber du musst nicht zwangsläufig in deiner ganzen Aufbauphase jede Woche zunehmen, um einen Fortschritt zu machen. Das ist ganz wichtig. Ne? Weil letztendlich ist das immer nur die Zahl auf der Waage. Und wenn ich sehe, ich hatte jetzt vor 4 Wochen 130 Kilo und 4 Wochen später immer noch 130 Kilo, aber diese 130 Kilo anders aussehen im Spiegel, also viel besser aussehen, dann hat sich ja was getan. Und das ist ja auch wieder der Fortschritt. Ne? Genau. Bei wie vielen Kalorien bist du gerade? Kalorien habe ich aktuell, so im Kopf gerechnet, 6.000. Ja, 6.000. Fast sogar jeden Tag eine halbe Stunde Cardio mache ich wirklich tatsächlich für die Pumpe. Da gibt es vielleicht gleich auch nochmal ein extra Video zu, weil die Pumpe sehr wichtig ist, ne? Unser Herz, gerade bei dem Gewicht, mit der Blutdruck und so weiter, und alles passt. Ja, ich muss sagen, habe ich gerade auch schon zu Rotti gesagt, das ist ja tatsächlich so mein aktuelles Höchstgewicht, also so großartig über 130 war ich jetzt noch nicht bisher. Dafür fühle ich mich ziemlich gut, also auch so im Alltag, toi toi toi, dass das Ganze so bleibt. Ja, dementsprechend im Filmbereich auch nochmal ein Trainingsvideo für euch ab. Das werdet ihr dann nach in den folgenden Videos noch sehen. Und was sind die Dinge, die du hauptsächlich verbessern willst vom Körper her? Du hast gesagt, du möchtest ein verbessertes Paket. Was ist das im Moment und wie weit bist du damit? Bist du damit zufrieden? Verbesserst du das gerade aktiv? Ja, das ist genau das, was ich mal sage. Es ist immer schwierig zu sagen, wie sehr man sich in der Offseason schon verbessert hat. Ne? Also um zu sehen, was da drunter steckt. Bin ich mal der Meinung, man muss tatsächlich Diät gemacht haben, weil mit viel Wasser im Körper und Volumen und dann Pump im Training, da können sehr viele brutal aussehen und am Ende der Diät doch wiederum nicht. Ne? Also entscheidend wird dann tatsächlich auch nochmal, wie sich das Ganze in der Diät entwickelt, ne? Und dann herauskristallisiert. Aber was ich wo ich ein Hauptaugenmerk drauf lege, ist definitiv die Beine. Ja, obere Brust auch noch, muss man sagen. Und ja, seitliche Schulter sowieso schon seit Jahren. Die Schulterbreite kann nie weit genug sein. Ja, einfach dadurch, dass ich nicht so eine super schmale Taille habe. Und versucht man die Illusion immer darstellen zu lassen, dass die Schulterbreite das Ganze so ein bisschen besser dastehen lässt natürlich. Ne? Also die optische Illusion, genau, dass es dann breiter wirkt oder auch die Taille dadurch dann schmaler wirkt, wenn die Schulterbreite breiter ist. Ja. Wie gesagt, Fokus ganz klar auf den Beinen, auch ganz klassisch, ne? Habe ich gerade schon zu Gotti, wir hatten gerade schon gesprochen in der Kamera, wirklich simpel Kniebeugen, ziemlich schwer. Jetzt gewichtstechnisch bin ich eigentlich mindestens wieder auf dem alten Stand wie vor der ganzen Krankheitsaktion, beziehungsweise wie vor der oder in der letzten Offseason letztes Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen höher. Und ja, jetzt wird es halt interessant, was so die nächsten Monate noch passiert. Ne? Und dann, wie gesagt, gucke ich, dass ich so Richtung Oktober in Wettkampfform komme und ab dann so alles mitnehme. Ne? Mit Sicherheit auch nochmal, wie gesagt, ein paar Wettkämpfe in Europa und dann aber auf jeden Fall das Ziel, in die USA zu verreisen und da nochmal Wettkämpfe mitzunehmen. Ne? Ja. Dementsprechend, ja, das war das kleine Update von mir, um euch mal auf dem Laufenden zu halten, weil viele auch gefragt haben, mich da auf Instagram ab und zu anschreiben. Da bin ich übrigens natürlich noch deutlich aktiver oder auch durchgehend aktiv, in Anführungszeichen. Also falls hier mal kein Video kommt, könnt ihr mich jederzeit auf Instagram verfolgen, da seht ihr eigentlich immer was. Sogar fast täglich, muss ich sagen, tatsächlich. Und ja, auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach melden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. People, don't even talk about people that give up on their dreams. People want to talk about the winners. It's easy to lose. It's easy to give up. But it takes discipline. It takes hard work. You have to have that inner strength. That inner strength to wake up every day. The days you don't feel like. The days your body is beat up.